Schön, dass du wieder mit dabei bist beim heutigen Herz-zu-Herz-Live-Talk-Impulse aus dem Moment, Impulse aus dem Leben verschiedener Menschen, um dir auch Impulse zu geben. Wie gehen andere Menschen in der aktuellen Situation, in der wir alle sind, um? Und mein heutiger Rede- und Gesprächspartnerin ist eine ganz besondere Frau. Ich hole sie gleich mal dazu. Schon da. Regina Gambate vom Yam Yoga in München. Hallo Regina. Hi Priska, hallo. Hallo, grüß dich. Oh, wie Macht ja schön, dass. total einfach. Ja, das geht einfach, gell? Du, voll schön, dass du heute mit dabei bist und dass es heute geklappt hat. Ja, voll. Ich freue mich da jetzt gerade sehr, sehr, sehr. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Ich sehe dich ja öfter, Ja. weil ich so absolut gerne deine Yogastunden besuche. Auf Spendenbasis muss ich hier drinnen auch Ja. jetzt gleich mal Werbung machen, weil die so, 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 so wunderbar sind. Oh, Und da danke. komme ich jetzt gleich auch in deine Vorstellung, liebe Regina. Du bist ja Yogalehrerin für Yin, aber Ja. nicht nur, du kommst ja eigentlich aus dem fließenden, kraftvollen Chivamukti-Stil. Und jetzt habe ich letzte Woche auch mal deine Open Deep and Slow-Stunde genossen. Und haben mir gedacht, wow, so langsam fließen, das hat auch unheimliche Kraft, ja, also Ja. wunderschön. Ja. Und du bildest ja auch Yogalehrer aus, du Ja. bist Gründerin vom Yam Yoga in München, Ja, mitten im genau. Schwabing und verknüpfst immer mal wieder all dein Wissen, deine Erfahrung, sei es jetzt in deinen einzelnen Soul-Sessions, die du gibst, oder auch in deinen Sound- und Energy-Healings, die auch absolut empfehlenswert sind. Ja. Weil richtig tiefgehend. Ich persönlich liebe ja und komme ja immer zu deinen Yin-Yoga-Stunden, weil die auch für mich immer ganz, ganz tief gehen und deine Worte mich immer inspirieren und ja, berühren. Deswegen freue Wow. ich mich so, so gerade richtig tief im Herzen auf unser Gespräch jetzt. Ja. Regina, du hast ja die letzten Jahre auch ganz, ganz viele Menschen mit begleitet und bist ja so wie wir alle jetzt auch gerade jetzt in dieser Phase. Es ist eine ganz besondere Zeit für uns alle. Was nimmst du so mit deinem feinen Gefühl, mit deinem Gefühl, wie du Menschen wahrnimmst? Was nimmst du wahr? Was brauchen die Menschen da draußen gerade? Ja, das ist, wow, natürlich total komplex. Und ich erspüre eigentlich immer, was ich denke, was Menschen brauchen, indem ich in mich hineinspüre. Und da merke ich, das hat so viele Ebenen und es hat so viele Aspekte, dass ich auch, ich habe es neulich zu meinen Lehrern gesagt, haben mir so einen kleinen Lehrersatz dann gemacht, dass ich, weil alle natürlich sagen, boah, ich will, dass vorbei ist, ich will, dass wir uns wieder sehen, ich will, dass das Studio wieder aufmacht. Und ich habe eher so das Gefühl, nee, nee, wartet mal. Ich Ja, bin noch nicht so mir geht's weit. auch so. Ich bin noch nicht so weit. Und ich, boah, also natürlich fehlt mir total viel. Ja, mir fehlen Menschen, die ich einfach spontan sehe, in den Arm nehmen, außerhalb der Familie. Mir fehlt es, im Café zu sitzen, einfach Leute zu beobachten. Aber ich merke, ich komme so zu mir und ich kann so viel erfahren über mich ohne diese Ablenkungen. Und ich glaube einfach, es ist ein tiefer Wandel. Also ich glaube, wir sind alle in einem tiefen Wandel. Und meiner Meinung nach braucht er noch ein bisschen. Also für mich braucht er noch ein bisschen. Und wenn ich so rausschaue, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn jetzt alles wieder so wäre wie vorher, dann würden wir alle auch ganz schnell wieder so rumrödeln wie vorher. Und das ist Absolut. halt auch das, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance, in uns zu gehen und zu spüren und auch diese Verletzlichkeit zuzulassen und die Stille zuzulassen und auch das Alleinsein zuzulassen und auch das zuzulassen, wie sich das anfühlt, wenn man so zurückgeworfen ist auf seine Themen. Ja. Absolut. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt in der Zeit gerade Themen, die in dir drin so hochkommen, wahrnimmst? Was machst du? Ich bin damit. Also ich habe einfach über diese lange Zeit auf dem Weg gelernt, dass man manchmal was wirklich aussitzen muss oder kann. Und dann bin ich damit und dann darf das sein und dann bin ich auch einen Tag lang vielleicht ängstlich oder unsicher und habe riesen Fragezeichen und habe keine klare Vision und weiß eigentlich nicht, was ich Menschen sagen soll. Also ich nutze die Zeit, wo ich auch nicht mit Menschen arbeite, total manchmal für so eine Leere und auch für
Ja, damit zu sein. Und dann, ich gehe viel in die Natur, ich habe ein ruhiges Leben. Klar habe ich meine Praxis, ich meditiere, ich habe meine Yoga-Praxis und die spüre ich momentan auch wieder so kraftvoll, wie heilsam sie ist. Ja. Nebenbei mache ich eine Breathwork-Facilitator-Ausbildung gerade, was total gut passt. Also ich habe Ah. jetzt Zeit und es ist Ja. total intensiv. Also ich mache ja schon lange Heilarbeit. Ich habe schon vor 24 Jahren den Heilpraktiker gemacht und wollte immer in diesem Bereich. Und dann war es Ja. halt Yoga und dann kam das intuitive Heilen dazu, wie in den Soul Sessions. Und jetzt das Breathwork ist für mich so ein ganz neues Tool, wo ich merke, wow, das ist es. Und ich wende es halt Wow. gerade ganz stark bei mir an. Und es ist unheimlich intensiv. Unheimlich intensiv. Und ja, und darum habe ich eine sehr heilsame Zeit. Und weißt ja selber, heilen ist nicht immer nur lustig. Da geht es ganz schön auf und ab und es ist ganz schön intensiv und das gekoppelt mit dem, was außen ist, wow, ja. Aber es ist gut, es ist gut. Und ich merke so, dass da entsteht was Neues und es ist ganz fragil und es ist spannend. Aber ich mache meine Praxis eben. Ich atme Du zurzeit machst deine eben dann jeden Praxis. Tag eine halbe Stunde so ganz intensiv und ja, da kommt viel hoch und. Aber Gott sei Dank ist auch gerade viel Raum da, dass ich setzen kann. Also ich habe da intuitiv gerade irgendwie Glück, das jetzt zu machen. Das ist eigentlich ein Geschenk. Ja. Absolut. Ich nehme das auch als Geschenk wahr. Ich habe heute tief durchgeatmet, als ich gehört habe, dass es jetzt bis Mitte Mai, also gerade mit den Kindern auch dauern wird. Da habe ich Ja. gedacht, so wow, was für eine Chance, weil ich gebe dir da völlig recht. Ich hatte auch das Gefühl, wenn wir jetzt wieder in diesen Alltag zurückkommen, dann ist es wahrscheinlich wieder tatsächlich wie davor und jeder geht in sein Hamsterrad wieder, ne? Das er hatte. Und es ist Absolut. spannend. Also auch in der Yoga-Szene, wenn ich jetzt immer wieder jetzt auch hier im Herz-zu-Herz-Live-Talk Menschen aus der Yoga-Szene im Gespräch habe, also auch für uns kann es noch mal ruhiger werden und Absolut. entspannter werden. Und auch Ja. wir nehmen da ganz viel mit draus, ne? Ja. Also es ist ja absolut spannend. Jetzt sind ja deine, also ich war ja immer in der Yin-Yoga-Stunde, die war ja absolut voll immer zum, gerade die letzten Monate. Hast du das Gefühl, dass gerade mehr Menschen auch tatsächlich sich mit sich selbst beschäftigen? Also, dass das schon eine Steigerung auch passiert ist? Eine Glaube schon, ja. Veränderung? Ja, Also okay. Yoga, gerade Yoga ist absolut im Mainstream angekommen und es ist wirklich jetzt echt eine Bandbreite, die da mitmacht und wo du merkst, es berührt die Menschen, auch wenn sie noch nicht so lange auf dem Weg sind. Und die haben wirklich Hunger, ganz klar. Also ich glaube, dieses ganz so ein Seelenbedürfnis wird vielen Menschen jetzt ganz klar und dann natürlich jetzt auch über die Medien, über das Internet, über so viele leichte Zugänge man halt einfach Lehrer finden kann und Stunden finden kann, wird es natürlich auch angenommen. Aber es wird auch viel konsumiert. Also es ist halt auch dieses schnelle Konsumieren. Ich gehe da schnell eine Stunde, hole mir ein bisschen Streicheleinheiten ab und da war jetzt auch so ein Cut. Und ich im Online-Format merkt man dann auch natürlich wieder, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also da ist dann auch wieder, okay. Ich kann jetzt nicht konsumieren, sondern ich muss das auch wirklich ernsthaft angehen, weil sonst macht es keinen Spaß, zu Hause zu üben. Ja, wenn ich mir da nicht eine Kerze hinstelle, vielleicht einen Räucher vorher und mir wirklich sage, ich übe das jetzt, sondern denke, ach, schaue ich mal schnell an und dann trinke ich doch einen Tee oder schaue doch schnell auf Instagram, dann ist es natürlich schwer. Aber ich glaube, dass es vielen Leuten, die werden halt jetzt wieder auch auf sich geworfen und merken, dass sie Lehrer eigentlich vorher nur konsumiert haben und eigentlich gar nicht selber den Schritt gegangen haben auf diesen Weg. Ja. Auch was Spannendes, was Ihnen da gerade im Endeffekt gespiegelt wird, ne? Ja, total, voll. Und dafür ist es auch gut, glaube ich, irgendwie, dass wir alle merken, wir müssen oder dürfen echt uns auf den Weg machen, wenn wir wollen, dass sich was verändert und wenn die Welt heiler werden soll, die Gesellschaft friedlicher. Ja, dann das ist eben nicht durch einfach, ich gehe jetzt mal in die Yogastunde und hole mir da was ab vom Lehrer. Damit ist es nicht getan. Es ist halt eine kurze Befriedigung, aber nicht sehr nachhaltig. Absolut. Wow, habe ich gleich Gänsehaut bekommen. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der
da jetzt sozusagen gerade erst beginnt, mit sich selber zu beschäftigen. Ist das ein mögliches Instrument, Yoga als Einstieg, oder würdest du dann gleich Atemtechniken empfehlen, oder was wäre so deine erste Empfehlung? Ich würde beides empfehlen, weil ich beides liebe. Also die Atemarbeit ist einfach mehr Heilarbeit. Also es ist schon, aber es ist natürlich auch für, es geht wahnsinnig schnell. Also wenn du Breathwork eine halbe Stunde, dann kommst du A an Themen, je nachdem auch, was es für eine Schule ist. Es gibt ja da auch ganz verschiedene Angehensweisen. Es ist ein unheimlicher Immunboost. Es ist unheimlich auch stärkend. Du lernst dein Nervensystem besser kennen und verstehen. Und das ist, glaube ich, was, was die Leute jetzt gerade echt brauchen. Also was kann ich schnell machen, wenn ich Angst habe? Was kann ich schnell machen, wenn ich Panikattacken habe? Und das haben einfach viele Leute und wussten es vorher gar nicht, weil dann ist man halt schnell noch einen Kaffee trinken gegangen und dann eben hier noch hin und da noch hin und da noch hin. Und unsere ganze Gesellschaft war so hochgepitcht, dass das ja fast schon zum Usus gehört hat, so ein bisschen drüber zu sein. Und jetzt, glaube ich, merken viele, oh wow, das ist eigentlich Angst. Ich renne eigentlich vor was weg schon die ganze Zeit. Und da ist das Atmen super, wenn man halt gute Leute hat, die einen auch halten. Und Yoga ist da, ich finde es eine tolle Kombi, weil Yoga dich halt in den Körper bringt und dir dann auch einfach die Erdung gibt. Und die ist ja gerade auch total wichtig. Das Ja, und was ich stimmt. jedem einfach empfehlen würde, ist Natur. Also so viel wie möglich in die Natur gehen. Ja. Geht ja jetzt Absolut. auch. Absolut, Ja. absolut. Wow, du Liebe. Vielen Dank, liebe Regina. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele wertvolle. Jetzt war bei mir gerade Haben wir kein Internet mehr? eine kleine Störung. Ja. Also vielen, vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Ich finde es mit dem Atmen nochmal so, so wichtig, ja, Ja. hervorzuheben einfach, weil das ist, was jeder machen kann, was jeder im Alltag, was jeder wirklich schnell machen kann, ja, unter Ja. Hochkomma. Und ja, und ich kann es auch wirklich allen empfehlen. Regina ist Arbeit. Aktuell auf Spendenbasis, spendet auch wirklich gut, weil sie macht so, Ja, so tolle danke. Arbeit. Das brauchen wir auch. Ja. Ja, absolut. Ich habe es mir schon gedacht, also weißt du, so ein Yoga-Studio Ja. halten zu können, wenn keine Ja. Stunden stattfinden können, Ja. das ist auch eine Aufgabe. Ja. Also, ihr Lieben da Aber ich draußen, vertraue. ja, absolut. Ich merke schon, du bist absolut Ja. im Vertrauen. Das ist Ja. gut. Also, liebe Regina, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Danke, Jessica. Impulse, für deine Zeit, für deine Arbeit, Ja. und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Inspirieren lassen von Regina, und euch einen schönen Abend. Dir auch, Priska. Danke für dich. Ciao, ciao. Tschüss.